Hallo euch allen, da sind wir dabei, Madden NFL 20. Wir sind zurück im nächsten Solo-Battle und wir müssen an gegen eines der heißesten Teams der aktuellen NFL in Arrowhead gegen die Kansas City Chiefs. Renfrow mit dem Return. Läuft über die linke Seite, gestoppt an der 26-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Jetzt für Dak Prescott und die Offense meiner Dallas Cowboys. So, wie immer beim Solo-Battle gilt es erstmal, das Laufspiel zu etablieren. Wir gehen mit dem Toss über die rechte Seite, laufen parallel zur Line of Scrimmage. Und Elliott, oh, das war gar nicht verkehrt, kommt bis an die 36-Yard-Linie. Ist noch kein First Down, ein paar Zentimeterchen fehlen noch und die hoffen wir jetzt mal zu holen. Die Chiefs spielen sehr aggressiv gegen den Lauf. Das dürfte noch nicht gereicht haben. Schauen wir uns das mal an, ob das ein First Down gewesen ist. Doch, es hat gereicht. Knapp, aber es hat gereicht. So, und da die Chiefs so aggressiv sind, jetzt mal ein Counterplay, also rechts antäuschen und links laufen. Elliott, sucht da die Lücke. Wenn wir an dem einen Verteidiger noch vorbeigekommen wären, wäre da richtig viel Platz gewesen auf der linken Seite. Jetzt Elliott mit dem Run über die rechte. Da haben die Chiefs gute Arbeitsteilung gezeigt. Jetzt haben wir einen dritten und neun und wir haben ein Problem. Wir nehmen den Gau DBL Post, attackieren die Mitte mit Jason Witten. Ich achte auch auf Kopf und auf Terrell Owens. Wir gehen auf Terrell Owens, denn der ist da vorne. Mutter sehen allein. First Down an der Mittellinie, an der 50. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. Dann machen wir wieder der Counter-Spielzug. Ja, da waren wir nah dran, eben durchzubrechen. Und diesmal kommt Elliott ein bisschen durch. Bis an die 46-Yard-Linie. Zweiter Versuch. Und 6, den wir jetzt haben. Wir nehmen nochmal einen Toss. Aber von der rechten Seite, wo ich eigentlich hinlaufen wollte, kommt ein Blitz. Elliott deswegen über die linke Seite. Und kommt bis an die 41. Also ihn zu kontaktieren heißt noch nicht, ihn zu tackeln. Das hat Luke Kuechly gerade gemerkt, der Linebacker der Carolina Panthers. Und das ist ein neues First Down. Ola Whale, unser Fullback, mit dem Run. Ball ist an der 39-Yard-Linie. Lauf über die Außen. Ja, aber nicht mit Ola Whale. Da ist er zu langsam für. Wir nehmen den X-Slant, schicken Owens auf eine Slant-Route. Und Terrell Owens hat den Ball. First Down in der Red Zone der Chiefs an der 18-Yard-Linie. Das erste Quarter ist schon vorbei. Also wir haben hier auch mächtig Zeit von der Uhr genommen. Und der Drive ist ja noch nicht vorbei. Halfback Plank. Elliott ist wieder auf dem Feld. Und kämpft sich vor bis an die 11-Yard-Linie. Es ist wirklich ein Kampf. Also die Chiefs verteidigen hier sehr, sehr gut, sehr, sehr aggressiv. Zweiter Versuch und 4. Elliott über die Mitte. Da ist der Run und das ist der Touchdown für die Cowboys. Wieder das Problem, Elliott mit dem ersten Kontakt halt nicht zu Boden zu bringen. Und das war der erste Run über 10 Yard und der geht in die Endzone. Und die Cowboys führen mit 7:0. So, der Kick ist unterwegs. Geht bis in die Endzone der Chiefs hinein, wird jetzt retourniert. Und der Return endet an der 26-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Chiefs. Wir spielen konservativ. Ich habe gerade überlegt, ob ich mal offensiv gegen den Quarterback gehen soll. Aber da lassen wir mal lieber. Oh, das ist ein False Start der Chiefs Offense. Und das zu Hause im ersten Spielzug
Das ist nicht gut. Erster und 15 damit. Miss Tackle. Mahomes wirft für 11 Yards. Zweiter und 4. Der ist auch vollständig. Aber Renfro ein bisschen weit weg von seinem Receiver. Wir sind beim Two-Minute-Warning schon angekommen hier. Und der ist wunderschön. Also Arrowhead ist eins der schönsten Stadien der NFL. Da bin ich ein Riesenfan von. Nicht nur wegen der 70er-Jahre-Retro-Style-Anzeigentafel. Das Ding ist einfach schön. So ein klassisches Football-Stadion. Nicht so die Domes, wie sie ja mittlerweile nur noch eigentlich gebaut werden. 2010. Mahomes läuft. Und wie er läuft. Slided up, first down an der 41-Yard-Linie. Und wieder läuft Mahomes. Und wieder slided er ab. Der Ball ist an der 34-Yard-Linie. Ich bin momentan nicht in der Lage, Mahomes zu stoppen. Gott sei Dank, incomplete. Dritter und 2 damit. Der Ball ist an der 34-Yard-Linie. Kein Running Back im Backfield. Es wird ein Pass werden. Außer Mahomes läuft schon wieder. Und wieder slidet er ab. Das macht er sehr pfiffig. Ball ist in der 21-Yard-Linie. Also trotz Quarterback Contain kommt der hier jedes Mal raus. Wirft vollständig. Van der Esch ist da, macht den sicheren Open Field Tackle. Zweiter Versuch und 11. Jetzt nehmen die Chiefs ein Timeout. Das haben sie sich aber auch sehr clever überlegt. Weil an der 21, 1 Minute und 1 Sekündchen sind noch zu spielen. Mahomes wirft vollständig. Das ist ein neues First Down jetzt an der 8. Zweite Auszeit genommen von Kansas City. First and goal. Ein Timeout haben die Chiefs noch. Das brauchen sie nicht, denn das ist der Touchdown. Wieder Renfro ein bisschen zu weit weg von in dem Fall Torrey Holt. Die Chiefs antworten prompt auf den Scoring Drive der Cowboys mit einem eigenen Touchdown und einem gelungenen PET. Es steht 7 zu 7. Kick ist unterwegs, geht an der 10-Yard-Linie herunter, Renfro mit dem Return. Und da hat er eine Lücke, immer noch auf den Beinen Renfro und jetzt ist er durch. Da kommt noch ein Verteidiger an, aber der Ball ist an der 26-Yard-Linie. Was für ein Return von Renfro. Riesenplay. Wir nehmen den Stick, schicken zwei Receiver von der linken Seite in Motion, das sind Owens und das ist Cooper. Witten meine Sicherung und los geht's. Wir gehen auf die Sicherung. Erstmal auf Jason Witten. Und der holt ein First Down. Wir sind an der 14-Yard-Linie. No Huddle Offense. Wir nehmen nochmal wieder den Stick. Wollen wir hoffen, dass Owens oder Cooper diesmal durchkommen. Keine Chance. Da wird Prescott gesackt an der 28-Yard-Linie. Der hat wehgetan. Wird's Jay Shake. Witten attackiert die Mitte. Wir achten auf die Jungs im Slot. Elliott mit einem riesen Catch. Der Ball ist an der 2-Yard-Linie. Ich habe gerade meine zweite Auszeit genommen. Oh, meine erste Auszeit genommen. Das heißt, wir haben noch zwei. Dann probieren wir es auch erstmal mit dem Lauf. Elliott über die rechte Seite. Und Elliott ist in der Endzone. Touchdown Cowboys. Ich hatte Sorge, dass er da über den am Boden liegenden Verteidiger stolpern würde, aber das tat er nicht. Die Cowboys führen mit 14 zu 7. So, wir haben noch
10 Sekunden zu spielen hier in der... oh Gott, den habe ich aber jetzt gerade verzogen. Boah, da habe ich schon gedacht, der wird ja weiß, wohin geht. Ich war gerade beim Onside-Kick. Dafür wäre es ein guter Move gewesen. 6 Sekunden sind noch auf der Uhr. Die Chiefs haben den Ball an der eigenen 24-Yard-Linie, aber da passiert nichts mehr. Kneel down. Mahomes geht aufs Knie, die Uhr fängt noch einmal an zu laufen. Und damit ist die erste Halbzeit vorbei. 14 zu 7. So, wir eröffnen mit dem Kickoff die zweite Halbzeit. Deswegen ist diese Führung mit einem Touchdown so wichtig. Denn selbst wenn die Chiefs jetzt hier einen Wahnsinns-Drive hinlegen, zu Beginn der zweiten Halbzeit können sie das Spiel ausgleichen. Oh, Miss-Tackle beim Return. Erster und 10 an der 27-Yard-Linie. Mahomes kommt wieder aufs Feld. Er macht hier in dieser Saison genau da weiter, wo er in der vergangenen Saison in seiner MVP-Season aufgehört hat. Erster und 10 an der 27. Vollständiger Pass. Auf seinen Tight End. Zweiter und 7. Immer wieder lässt Renfro die Bälle zu. Gegen Torrey Holt habe ich da drüben ein echtes Mismatch. Erster und 10 an der 42. Lauf der Chiefs sieht man auch nicht allzu häufig. War der allererste von Nick Chubb. Zweiter Versuch und 6. Holmes wirft vollständig. Aber kein Raumgewinn. Und das ist ein dritter und 7. Das ist doch jetzt mal eine echte Chance, die Chiefs hier vielleicht zu stoppen. Vor allen Dingen muss ich auf Mahomes achten. Nicht, dass er wieder aus der Pocket schlüpft. Mahomes. Ah, diesmal kommt er nicht durch. Das ist ein Sack. Covington und die Marcus Lawrence bringen ihn gemeinsam zu Fall. Und damit haben wir die Chiefs gestoppt. Vierter und 12. Wir sehen den Punt von Kansas City. An der 12. Renfro über die linke Seite, da wird er nicht weit kommen. Mit Ansage an die 24, erster und 10 für die Cowboys. Aber jetzt können wir die Uhr kontrollieren. Und hoffentlich hier viel, viel Zeit den Kansas City Chiefs wegnehmen. 2 Yards für Elliott. Machen wir ein Counterplay. Wir täuschen rechts an, laufen aber über die linke Seite. Ah, da komme ich nicht an dem Blocker vorbei. Dritter und 8 damit. Das ist natürlich überhaupt nicht im Sinne des Erfinders gewesen. Nochmal die Verse-Shake. Wir achten auf Owens und Elliott im Slot. Witten attackiert die Mitte. Keine Chance. Die Marcus Lawrence auf der anderen Seite des Balls mit dem Sack bringt seine Chiefs wieder zurück ins Spiel. Und die jetzt hier natürlich auch eine ganz schicke Feldposition bekommen werden. Gestoppt an der 46-Yard-Linie. 3 Sekunden vor dem Ende des dritten Quarters kommt Kansas City mit der Offense wieder aufs Feld. Da haben wir echt nicht gut gespielt. Keine Zeit von der Uhr genommen, kein einziges First Down geholt. Aber Patrick Mahomes gesackt, die Marcus Lawrence. Das war der Versuch eines Play-Action-Spielzugs und der ging mal komplett in die Hose. Zweiter Versuch und 20, wir sind im letzten Quarter angekommen. Und Mahomes wirft unvollständig. Jetzt ist es ein dritter und 20. Und das ist schon eine Nummer. Wieder Mahomes unter Druck. Kann aber nicht gesackt werden. Ein Mörderhit von Sean Lee.
Damit zwingen wir die Chiefs in einen vierten Versuch. Ich schicke meine Safe Formation aufs Feld. Andy Reid hat mich schon ein paar Mal reingelegt. Der Head Coach der Chiefs. Diesmal aber ein ganz normaler Punt. Das heißt, die Chiefs vertrauen auf ihre Defense und der Punt war nicht gut. Geht an der 29-Yard-Linie schon ins Aus. So, wir laufen mit Elliott über die Außen. Geht über die rechte Seite. Und Elliott hat da eine Lücke. In Bounce bleiben, das ist wichtig, damit hier schön die Uhr weiterläuft. Neues First Down an der 43-Yard-Linie. Elliott bleibt unser Running Back. Ich wollte eigentlich über die rechte Außenseite, aber da war alles zu. Über die Mitte konnten wir noch ein paar Yards rausholen. Wir sind angekommen beim Two-Minute-Warning. Es laufen die letzten zwei Minuten hier in Arrowhead. Und wir haben eine ganz enge Kiste hier. 26-Duel. Wir bleiben beim Lauf. Elliott über die rechte Seite. Ah, ganz blöder Move. Die Chiefs nehmen ihre erste Auszeit. Und wir haben einen dritten Versuch und 12. Das ist natürlich nicht so prall. Wir gehen per Audible in ein Passspiel zu Quickslants, Owens und Cooper. Die Kandidaten. In die Line of Scrimmage geworfen. Oh, da war Owens frei. Wieder müssen die Cowboys punten. Das heißt, Mahomes kommt nochmal wieder aufs Feld. Der Plan der Chiefs ging also an der Stelle schon mal auf. Fair Catch. Erster und 10 an der 12-Yard-Linie. Die Chiefs haben noch zwei Auszeiten. Und laufen. Das ist interessant. Zweiter und 7. Oh nein, Leute. Und das ist ein Fumble. Das war so klar. Wenn irgendwann Mahomes mal versucht durchzulaufen, wird er eine mitbekommen. Tillman nimmt den Ball auf. Wir sind an der 19-Yard-Linie in der Red Zone der Chiefs mit der Offense auf dem Feld. Also auf jeden Fall in Field Goal Range. Wir können das Ding jetzt also klar machen. Und Elliott läuft ein neues First Down. An der 7-Yard-Linie sind wir jetzt. Das ist die zweite Auszeit, die die Chiefs hier jetzt bereits nehmen mussten. Einmal können sie die Uhr noch anhalten. Und natürlich laufen wir weiter. Elliott in der Endzone. Oh, untouched. Da haben die Chiefs aber geschlafen. Dritter Rushing TD für Elliott. So, damit führen wir mit 14 Punkten. Es steht 21 zu 7. 1 Minute und 15 sind nur noch auf der Uhr. Und das sieht alles sehr, sehr gut aus. So, der Kick ist unterwegs. An der 3-Yard-Linie wird er aufgenommen. Jetzt der Return. Der ist gestoppt an der 25. Erster Versuch in 10 für Kansas City. Da gehört aber jetzt schon ein ziemliches Wunder mit dazu, wenn hier noch was passieren sollte. Erster und 10 an der 25. Mahomes vollständig. Travis Kelce, der Tight End, mit dem neuen First Down an der 38-Yard-Linie. Da muss Mahomes den Ball wegwerfen. Da war die Marcus Lawrence aber auf direktem Wege zu ihm. Wir haben einen zweiten Versuch um 10. Vollständiger Pass von wieder auf Kelce. Dritter und 2. Dann laufen die Chiefs und laufen sich fest. Vierter Versuch und 3. Kansas City spielt diesen vierten Versuch aus.
Wow, und was für eine Completion. Neues First Down an der 37-Yard-Linie. Die Uhr läuft aber gegen Kansas City. Jetzt nehmen sie ihre letzte finale Auszeit. Auch hier wieder eigentlich ein guter Drive der Chiefs, aber jetzt wird die Zeit am Ende fehlen. Wir haben nur noch 20 Sekunden auf der Uhr. Erster und 10. Travis Kelce läuft ins Aus, hält damit die Uhr an. First Down an der 24-Yard-Linie. Sekunden noch auf der Uhr. Vollständiger Pass. Gestoppt an der 6-Yard-Linie. Und jetzt läuft die Zeit runter. Schaffen die Chiefs noch ein Play? Ja, das tun sie. Und das ist sogar noch ein Touchdown für Kansas City. Aber leider, die Uhr steht schon auf 0. Wir werden noch den PET sehen. Aber am Sieg der Cowboys endet das nichts mehr. Also dann, wir bestehen hier in Arrowhead. 21-14 schlagen wir Andy Reid und gewinnen dieses Solo-Battle. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.